Und da sind wir wieder bei Hearthstone mit unserem magischen Schamanendeck. Mit dabei wieder der Kapuze, der Horchi und die Lea. Hallo! Das beste Deck ist das! Dann Horchi immer Mit einem Singverbot. Feuchtschlüssel da, mit dem blauen Schlüssel. Was Horchi? Ah ja, Horchi, du hast Singverbot vom letzten Mal. Oh, Das ja, ich war. weiß. Ja, du hast. Ich meine, No. Horchi, irgendwann wirst du schon zu den Ich herausragenden gehe zu Sängern. DSDS, ich hab's gesagt jetzt. Oh Du musst mein einfach Gott. nur Jetzt ist Unterricht es und draußen. Kapuze nehmen, dann geht's Ja, wieder. oder bei mir. Bei mir, wie wär's? Horchi. Willst du bei mir Gesangunterricht nehmen? Bei dir? Na klar, Kann ich du nur bist empfehlen. Tot. Ja, Lea kann wirklich schön Das singen Licht wird dadurch, den durch mich Sieg jetzt. bringen. Eure Zeit ist gekommen. Nee. Auf jeden Fall. Die Lea ist ein neuer Mensch. Jedes Mal, wenn sie aus der Dusche kommt, singt sie halt ein Lied. Manche Ja. Einmal im haben. Jahr. Jedes Mal, jedes Mal. Einmal im Jahr, dann geht er nicht auf Duschen. Ach so, muss man sagen. Ach, der Der hat Horchi. aber auch schon Nax, der hat auch schon Nax geschafft. Schau ihn dir an, den Lump. Das Licht beschützt. Mama, Ja, das ist ja nicht Nax, das hier ist der Nax. Das ist Nax schon, das gleich. Ja, wer hat ja denselben? Ach, der blaue wäre es gewesen. Egal. Nee, nee. Zeit für ein Oh mein Okay, Gott. aber du hast ja deine Awesome Ark of Awesome. Nein. Obwohl, ne, du hast das Totem Blödsinn. Und jetzt geht's ab hier. Ich hab vergessen, dass das Totem plus 2 macht. Das ist ja gut. Voll OP. Awesome! Wollt ihr etwas in die Luft Oh nee, der Bomber. Haben wir meine Awesome Axt auf Awesome? Hol die Axt auf Awesome. Zeig ihn. Sag ihn mit mir nicht. Not today. Genau. Ich die Fee spielen, aber du kannst auch die Fee spielen, ja. Bringt nichts, glaube ich. Wieso? Ich will ein Totem. Ein Monster am Feld. Echt ein Totem? Na klar. Ja, schon gut. 2-2 Spot-Totem. OP. Ja. Ja, stimmt schon. Ist schon nicht schlecht. Was soll das Totem eigentlich darstellen? Ich frage mich jedes Mal. Das ist ein Murloc, der in einem. St das Totem, siehst du das Grüne? Ist das Totem? Ja. Und dahinter ist ein Murloc. Oh, ich dachte, das ist ja ein Totem mit einer Schlange oder Ach, so. perfekt, hat jetzt so einen dummen Trade gebracht. Das war's wert. Okay, auf jeden Fall. Naja, das Totem ist schon stark. Geht Oh mir ja, eine krass Kreis. los. Jetzt kommt. Mal gucken, ob noch ein Schattenwort Schmerz hat. Oder eine Heilige Nova. Ist eine Heilige Nova für eine Jetzt Karte. eine Heilige Nova Ja, raushauen. das wäre absolut akzeptabel für mich. Oh, ich finde Natürlich die ja. so stark. Weil er kann da nicht hexen. Ja, ich finde den X, ich finde den schon sehr stark. Ich kann was auf jeden Fall. Ja, 4-6 ist schon krass, finde ich. Und halt, Ja, Sauerimmun. voll. Ich finde den extrem stark. Genauso wie diesen 2-8er mit Spott. Aber sonst kriegst du ein Monster aufs Feld. Aber ich finde den auch so stark. Da musst du 2-8. speziell für spielen, dass du den silenzen kannst oder sowas. Ja, aber. Ja, ich hab, glaube ich, in meinem Spiel hier keinen einzigen Silence-Ding hier drin. Na. Oh, den dunklen Wahnsinn. Das ist ja verrückt, was der da macht. Ah, so ein. Ja, ehrlich, das ist wirklich. Ein Sturm. Potzblitzer. War ja was. Ja. Wolf, keine Gnade. Kennt Immer das diese. Wolf Soldiers? Ja. Ja? Sagen Sie mal, keine Gnade den Gorgonites. Kannst du dich noch erinnern? König. Oh, nee. Oh. 3-5 wohl ansturm. Oh. Naja, der will ich da. Oh, der Reggie. Was war das? Der Ragnaros, Papa. Nee, Ach, keine Ahnung. Der ist so klang's auch. Der hat nur gekletscht. Ja, das. Der Horchi. Mitten in der Aufnahme. Horchi. Ach, der Horchi. Ja, das ist Ragnaros. Kriminell ist das, sag ich dir. Warum ist kein Wutz, da sinkt das Niveau wieder? Ich lob's ja hier. Ich hörte, ihr habt ein Problem. Haben wir ein Problem? Nein. Die Reggie. Release ja. the Reggie. Wenn ich jetzt mal da. Nee, ich muss ihn jetzt spielen. Also, ja, aber ich muss ihn töten. Weil er hat eh nur 8 Leben dadurch. Das heißt, Reggie kann. Gut machen. Komm, Ragnaros. Kann, oh ja, oh ja, kann ich Believe it. Das ist egal. Ja? Geht das? Ja, das ist egal. Ja. Aber er macht trotzdem nicht. Ja. Hat keine Lust. Ach, Ragi, warum muss immer so eine Enttäuschung sein? No. Du hast nicht den Sniper, Ragi, du hast nicht den Ja, ich muss bei Amas mal lernen. Du musst noch einen Kevlar kaufen. Oh, jetzt haut er raus, damit der Ragi die Falschen trifft. Komm, du bist gierig. Du willst mein Gesicht hauen. Na komm. Ich sehe dich das doch an. Willst du noch Hexen? Zum Frosch, ja. Oh, really? Also, Ragi Was war das für eine... Was war das? Hat dir nichts gebracht?
Und der Magus ist tot. Ja und? Aber ich würde jetzt hexen, oder? Ja. Hex, Hex. Ja, Hexen. Das war doch unnötig. Also ich habe gelernt, bei Hearthstone du sollst nie einen Monster angreifen, wenn du es nicht killen kannst. Oder richtig. Ja eben. Ey, den hätte töten müssen. Ich hatte Ärger auf, dass er den mich angreift, statt den angreift. Ja, ich hab Mist. Ehrlich, das war voll dumm. Das ist so ein Fehler, ehrlich. Er hätte ihn killen müssen, nicht nur einfach. Er hätte ihn nicht killen können, er hätte den 2-1er töten müssen. Dann hätte ich nämlich zwar den Hex wie den 7-5er gehabt. Besser ein Sieg ohne Lieblingskarte als eine Niederlage mit Lieblingskarte. Wir haben einen Sieg mit Lieblingskarte gehabt. Oder wie? Wer hat ja schon eine Lieblingskarte? Ich sollte übrigens grüßen von ihm. Hat er geschrieben, oder was? Hat er vorhin geschrieben, ja. Oh, danke. Du bist ein netter Mann. Das ist ein netter Junge. Das ist ein paar Mal. Der hat doch letztes geschrieben. Oh, ich werde ehrenhaft kämpfen. Ein Oder. So, den Erdschock muss ich aufheben. Die wird eigentlich mit fickter Hand. Oh, habt ihr das Video gesehen von diesem Australier, der sich ein iPhone 6 gekauft hat? Ja, habe ich gesehen. Ja. Er ist direkt auf den Boden gehauen. Traurig. Warum? Er ist ja nicht kaputt gegangen. Aber er steht so vom Apple Store noch und die Leute im Hintergrund siehst und da kommt so ein Reporter hin und fragt ihn so. Und er ist urnervös, siehst richtig, wie er zittert. Ne? Und er packt das aus, als war so ein Junger, der war so 22 vielleicht oder 21, 20 sowas. Lässt dann fallen. Alle. Oh! Und er packt das aus so und zittert nur und der Deckel geht einfach nicht ab. Und er rüttelt so nach vorne, fliegt zum Boden. Ja, aber das ist ja. Und alles im Hintergrund so, wow! Ja, eh. Das ist ja so hartes Glas, was ich jetzt. Ja, haben wir extra gemacht. Das ist wahrscheinlich sogar ein Marketing-Ding. Naja. Glaubst du, oh, runtergefallen, noch alles okay. No prob. Das könnte echt sein. Glaubst du, das ist von Apple irgendein Typ oder was? Ich glaube schon. Bestimmt. Möglich ist es. So, mächtiges Totem. Bitte gebe mir Spell Power. Ein Pound. Echt, du glaubst, das ist ein Marketing? Habe ich noch gar nicht gedacht, obwohl das voll smart wäre. Eigentlich ist es voll offensichtlich, oder? Wir jetzt mal drüber reden. Nicht so offensichtlich. Du musst dir den Typen mal anschauen. Ja, perfekt. Genau, extra ist ein neues Glas drauf gemacht worden. Ja, aber du musst dir den Typen mal anschauen. Na, ehrlich. Also, das so war wie jetzt... er agiert und so, das ist sehr authentisch. Also, guter Schauspieler. Aber jetzt hat er gerade genau den Premierfehler gemacht gegen Schaman. Er hat meine Tote als Minions angesehen. Und hat eine Weihe für ein, zwei Einerminien rausgehauen. Ja. Die Weihe, das ist weiß, wenn nicht eine der stärksten Karten sogar für den. In dem Match auf jeden Fall. Und da hat sie einfach so gewastet. Mein Drache ist viel scheiße geworden. Wieso? Er kann 6 Jokern töten. Genau, du kannst ihn auch. Okay. Und wenn du Tote machst, dann ist er wieder zu einer 3-6. Mhm. Also du kannst jetzt noch spotten, den Typen. Ja, noch einen Argus im Deck, glaube ich auch. Das heißt, ist auch kein Problem. Genau, ja. Was er jetzt machen kann, ist jetzt. Soll eine Waffe sein? Okay. Oh, der Kauer hat mir den Dings um die Ohren. Ja. Habt ihr gestern noch aufgenommen, Maru? Was denn? Fragen, habt ihr gestern Abend noch aufgenommen oder nicht? Nicht, dass ich wüsste. Achso, du meinst das Spiel hier, oder was? Nee. Irgendwas. Nee. Das Einzige, was wir aufnehmen wollen, war ja dieses eine Spiel da. Ja, Bernd das Brot, findest du gut, das Spiel? Ja, also ich persönlich bin damit rangegangen und so, dass es mir Spaß macht. Ich habe genau das erwartet, was ich bekommen habe. Ein Brot. Der sarkastische Bernd, so wie ich ihn mag. Ein Brot. Noch eine Weihe wäre jetzt nicht schlecht für ihn. Mhm. Nee, warum? Aber das wäre allein schon zwei Weihen erinnert zu haben, ist schon die Höhe. Ja. Wir haben leider keinen Reggie ready für die nächste Runde. Das ist korrekt. Nee, erst mein nächster. Das wird leider nicht funktionieren. Ich muss ihn noch zu dummen Handlungen zwingen. Er hat irgendeine Karte, die ich noch loswerden muss von ihm. Ich frage. Oh, doch eine Weihe? Ja. Also. Trifft eigentlich alle? War eine Weihe wieder für einen. Melde mich zum Dienst. Der Plagi ist schon. Oh, der Schicksalshammer. War das Weil? Ja, das war Weil. Lol, das ich bin nicht ohne überladen. Ja. Oh, damn. Will ich nicht raushauen jetzt. Ich bin nur. Nächste Runde bin ich so oder so überladen, glaube ich. Würdest du nicht.
den Ghosty Ghost spielen? Nee, ich möchte den Raki spielen. Oh, will ich Raki spielen? Was machst du da? Warum machst du das? Ne, ich überlege gerade, ich will was aufs Feld bringen mit dem Hunde. Problem ist, ich kann nächste Woche die Raki nicht benutzen, da kann ich sowieso nicht benutzen. Nee, hab ich den mir gerade, warum machst du den tollen Wind? Ist egal, ich wollte einfach das Mädchen ausspielen. Du hättest mir das Herz gebrauchen, Mau. Der Wind ist doch auf dem Minion. Ja, auf das Totem. Das ist so eine coole Fähigkeit. Das finde ich echt drin. Ah, jetzt macht er Tricky-Trick. Oh, und jetzt holt er wieder zurück und versteckt den 1-1er. Tricky-Tricky. So ein Kackermann ist das. Schau ihn dir an, den Kackermann. Den Kackermann. Oh, das ist ja echt. Das ist ja echt die Höhe. Marus, bitte reg dich mit mir auf ja, jetzt. Ja, der Feuer. Nee, den kann ich nicht spielen, weil dann kann er den mit den beiden töten. Ja. Ich mag den Feuermann. Du magst den Feuermann. Ja. Der Feuermann kann. Feuerwehrmann. Hat auch ein Schwert. Nicht gerecht. Ja. Oh, da zieht er jetzt eine Karte for free. Schau ihn dir an. Oh, was ist da los? Das kann. Oh, was? Hä? Hat er eine verkehrte Reihenfolge gespielt, oder? Nö, das war kein Unterschied. Ich muss trotzdem die Schaden mitnehmen. Sicher, warum? Falsche Reihenfolge. Der ist egal. Er hat das Hutter weg machen wollen. Damit ich eben nicht irgendwie Flammen zu muss und Spaß machen kann. Ach so. Naja. Hey, ach, seriously, das musste doch mal passieren. Ja, die Höhe im Auge. Das war's. Der für Karten einfach hat im Deck. Ja, so krass. In der darf man so wenig, darf man da nicht auch so. Als ob man wüsste, ich den Ragnar aus in der Hand habe. Bringt dir aber einfach nicht sehr. Nein, jetzt nicht mehr. 4, 7, 9. Wenn Raki jetzt snipert auf den 5-6er. Ja, wenn. Nein, klar. Ich brauche ein Tor und Totem und Raki muss snipern. Oh, Totem ist schon da und Raki muss snipern. Nee, ich bin trotzdem tot, egal was er trifft. Aber hat eh daneben geschossen. Oh, komm, Raki, du Volldepp. Ah! Maru! Gut gespielt. Maru! Er hätte einen von den beiden töten müssen. Hätte ich eine Runde gehabt. Ich hacke sein PC schnell, dann kann man. Ach, Raki, du bist enttäuschend. Ja, wir haben echt keinen Sniper, Raki. Ehrlich, was? Der snipert alles weg. Und wir gar nichts. Unser Raki schießt immer daneben. Boah, ach, das ist schon nicht. Aber wir machen jetzt ein Päckchen auf. Oh, jetzt kommt Super Package of Awesome, Maru. Jetzt kommt's. Ja. Maru, pass auf. Schau, wie ein Päckchen. Es leuchtet Gold. Schon. Eine Hochmähne. Oh, eine Karte. Und die leuchtet Gold. Oh, 160 Gold. Das war ein gutes Package jetzt schon mal. Das war schon nicht schlecht. Komm, jetzt Maru. Zum Hangerhaus raus. Maru, da ist der Dream drin. Ich hab Raki. Ich hab ihn ja. Brauchen wir nicht. Ich hab ihn zweimal. Ich hab ihn jetzt nicht mehr haben. No. Ah, es war nichts drin diesmal leider. Jetzt kommt der Dream. Dream kommt jetzt. Der Dream! Nichts drinne. Der Dream! Nichts drinne, ja. Och, komm jetzt. Tut mir leid. Horchi, du bringst Unglück. Horchi. Wo ist das nichts drin? Ach, Horchi. Du. Hesse, ja. Ich hätte jetzt mal den Legendary angepriesen. Du Tölpel. Ich hab gewusst, dass nichts drin ist. Horchi ist ein richtig schlechter Mensch. Machen wir mal so halb. Wir bauen jetzt das Deck jetzt noch zusammen für die Arena, die ich dann morgen im Livestream mache. Was spielen wir? Was? Im Livestream? Ja. Was spielen wir? Ich wäre für Pala. Für Pala oder für Dudo. Ja, Pala spielen wir, dann kommt Pala. Drei Weihe bitte. Ja. Pala ist okay. Nice, oder? Drei Weihe. Sehr gut, Maro, bitteschön. Beide sehr gut. Was? Okay. Blutritter würde ich aber. Hier in der Mitte, die sieht schöner aus. Ja, steht das rosa. Ja, ne. Das ist super. Ein Argument für Maru. Stingo. Was ist denn Dingo? Das sind alles einfach Entscheidungen, die frage ich euch nicht. Doch. Weihe. Ja klar, nicht Weihe. Aue kann nie schaden, ja.
Die Hand mag ich. Was war der Schutzest du? Ja doch, wir haben Blutritter, ja gut, das ist gut. Yeti. Hätte ich dir auch sagen können. Yeti, oder den Typen mit Gott, ich auch. Ja, ja, ne, 4, keine Frage. 2, 3, dann haben wir so Müll, ja. Ein Heimerchen. Da haben wir das Zorn auf jeden Fall. Ogre ist cool. Ogre. Wir brauchen Karten, ja, wir brauchen Karten. Heiliges Licht. Ja, klar, auf jeden Fall, ja, voll. Gottes Schild, Tussi, ja. Golem oder Lepre-Gnom? Obwohl. Ich bin kein Fan von den zwei Einern. Ein Golem ist halt 7 AP, das ist auch doof. Nein, ich nehme den Lepre-Gnom, brauche ein bisschen Early-Game. Wir dachten, ja klar, voll. Akolyten, haben wir genug Drop-Haw. Noch einen, okay. Keine Schaden. Der ist sehr gut. Ja, Ritter des Silber noch an, würde ich machen. Dann würde ich den ja nehmen, weil der kann immer mal mich. Der schützt mich vor Deathwing. Ja, 2-1-4 ist schon nicht schlecht. Ja, aber Deathwing kommt ja kaum. Wer weiß. Aber wir haben auch hin. Aber wenn es kommt, dann kommt es. Ich finde die Todesfürste, die ich vorher gemeint ist, in der, extrem hoch. In der Arena ist es sehr gut, würde ich nehmen, ja. Wie mit einmal kommt Weihe. Das Weihe, immer Weihe. Raptor. Und jetzt der Raptor. Ja, ich würde Raptor. Noch ein Ogier. OG. Demut brauchen wir noch. Wir haben noch keinen von diesen 10 Futzel, da brauchen wir eine Demut. Noch eine Weihe oder ein Weihe. Schwert? Immer Weihe. Entweder Weihe oder Extra. Nee, wir brauchen ein Schwert, wir haben keinen Kontur sonst. Also eine Weihe. Fuck! Wir hätten 4 Weihe haben können. Da noch rote Fanatikerin. Noch ein Schwert. Was ist da los heute? Schwert ist zu gut, muss ich mitnehmen. Okay, jetzt brauchen wir noch irgendwas Kleines, also den Voodoo-Priester. Ja. Und zum Abschluss im Pyro. Und. Ja. Oh, ist ganz okay, das Deck würde ich sagen. Wird lustig. Wenn wir die Weihen einsetzen können, ist es cool. Aber wahrscheinlich ziehe ich die Weihen nicht. Drei die letzten drei Karten werden immer die 3 Weihen sein, glaube ich. Das ist stärker als ein Flamestrike, aber auch teuer. Aber wir haben 6 gute starke Minions, ist okay. Der Sturm-Champion macht ja alle noch. Ja, es könnte funktionieren, wenn wir jetzt nicht gerade auf fiese, viele Magier treffen. Wir haben bis auf die hier nichts, was ein Flammenstoß überlebt. Also noch 4 Minuten ich sag durch. Easy. Ich spiele da einen Ranked-Match. Cool. Ah, ich spiele nicht mit dem Druiden, also kommen wir treffen auf Priester. Mit dem guten alten Krieger. Control them all. Okay, Maru? Ja. Nimmst du noch auf? Ja. Lebt's noch? Wie läuft's noch? Ich muss mich nur kurz. Nein, läuft's noch. Ja. Yeah. Aber ich muss noch kurz einen Anruf tätigen. Du hast eh Lea und so. Jetzt ist ja eh. Ja, okay, dann danke ich dir schon mal fürs Mitspielen. Nein, ich komme gleich wieder. Ja, okay, vielleicht bin ich ein bisschen fertig. Bestellen. Ich glaub's dir mit der Folge. Pizza. Pizza hat sie. Pizza, Pizza wäre nicht schlecht, oder? Wäre ich mir eine Pizza? Oh. Das wieder um 6 Uhr aufnehmen. Nein, ich Pizza bestellen noch. Das hat Jonas Bruder. Oh nein, die Jonas Brothers. Aber er ist schon Level 11. Das ich verloren. Grüße euch. Grüße. Na, willst du den Seelenfeuer dafür raushauen und dir 2 Karten nehmen auf deiner Handlockhand? Nein. Fängt eigentlich ganz gut an. Ich meine, die Schmieden und dann der Akku. Wird's mehr. Erst noch ein Züchter. Oh, Knecht, jetzt hätte ich gerne in den nächsten 2 Händen hätte ich bitte. Noch einer von. Nee, ich hätte gerne Execute. Warum? Weil er nächste Runde einen Drachen. Ah. Ah, Lua-Tap. Weil er einen Drachen spielen wird. Zurück an die Arbeit. Oh, geheimer Plan. Ein Schaden und du kannst gerade ziehen. Perfekt. Jetzt kann er sein komisches Fuzzi-Vieh gerne spielen. Ich habe einen Execute. Mein Feuer. Ist okay. Ist die alle. Oh, noch einer. Die Zuchtmeister. Hm.
Na komm, gib mir den Riesen, dass ich ihn exekuten kann. Er hat so viele Karten in der Hand. Boah, ja, auf dem Feld. Das ist mir halt der Handblock. Ist nur gegen Krieger riskant, weil ich halt sehr viele Karten habe, mit denen ich ihn einfach bei den HP-Werten töten kann. Naja. Ich muss halt nur irgendwie den Riesen vorbeikommen. Er hat zwei so geschmolzene Riesen, mit denen er eine Wand aufbauen kann. Der ist kein Problem. Ja, okay. Der ist kein Problem. Ja, dann sehe ich es doch einfach aus, nämlich wie es immer. Oh, oh, oh. Ja, Bussi. So, Bau. BB. Ich hab dir zugeschaut, danke. Du machst es sehr gut. Ich finde das gut, was du machst, Mara. Hast du das schon gesagt? Ja, hast du gerade erwähnt. Ah, okay, gut. Wie sag ich dir nochmal, dass das gut ist? Gut. Dass Dankeschön. Du stolz drauf sein kannst. Ja. Vielen Dank. Wir müssen irgendwie hoffen, dass wir ihn töten, bevor er seine geschmolzenen Riesen mit Torn auf dem Feld kriegt. Weil wir haben noch einen Execute, ich habe noch keinen Glaubst du, hat. Oh, da ist er. Ist egal. Mehr, ne? Das ist doch sein Riese. Ja, aber eigentlich ist es egal. Er haut drauf mit irgendwas und macht Und der Argus und dann hast du es auch egal. Genau. Such mal den Execute raus. Genau. Weg damit. Weg damit. Du musst die Axt spielen. Du musst den Vorteil. Bitte. So, die Frage ist, hat er noch einen zweiten Torn in der Hand, weil seine Riesen bringen herzlich wenig und er nicht zwei Torns hat. Das ist richtig. Naja, du könntest einen Riesen sogar noch wegmachen. Gut gespielt. Nee, wer Torn hat, hat er gewonnen. Gut gespielt. Wenn er nur einen Torn hat, habe ich gewonnen. Dann kann ich mit den beiden reinlaufen. Ja, ich sage, ein Torn geht. Der ist hübsch, aber bringt nicht viel. Naja, aber... Na, Schattenflamme. Aber er hat keinen Riesen in der Hand. Das heißt, er hat gar keinen Riesen in der Hand. Das ist sehr gut für mich. Spielst du sie oder spielst du Kane? Spielst du Kane? Na, komm, jetzt in eine Karte. Ja, genau. Und ich spiele den aus. Hey, der Akku. Jetzt hol dir noch ein bisschen Rüstung. Polyt ist schon nicht schlecht. Ich mag den. Ich finde, das ist auch eine sehr interessante Karte. Orchi? Ja. Nicht zu frech sein. Ja. Warum? Gut. Ey, der Orki! Er hat da zwei Tornkarten. Meine Augen sind offen. Oh, jetzt ist wirklich traurig. Oh. Ja. Die Eule. Aber besser die Eule dahin als die Eule da drauf. Was war das schon wieder heute? Geräusch macht mich ganz kirrisch. Ja. Und. Oh, also Draghi könnte immer das falsche Ziel, habe ich das Gefühl. Du hättest Face gehen können, Draghi, du hättest das Typ Ding killen können, aber nein. Echt, Draghi, das war time to shine, was? Und das nicht war auch, glaube ich, eine neue Brille, der Draghi. Ja. No. Wenn der Draghi trifft, mein Draghi. Das kann gut sein, wäre uns Glück. Läuft. Will er echt traden? Nee. Das er will echt so nicht traden? Ich hätte getradet, weil dann ist die Angriffsfläche viel kleiner. Oh, siehst du? Yes, in your face. Oh ja, super, ist perfekt. Hey, gib mir eine Minute. Komm, Raggi. Raggi. Oh. Aber ist egal. Wenn er jetzt nichts egal. Hat. Na doch, ist egal. Weil er hat drei Leben, er hat Kane. Wenn Kane stirbt, kommt halt der Brother, das ist ein Homie. Also, das ist schon ziemlich egal. Wir können jetzt Wechsel gezogen haben jetzt. Ihr steht ja vor Jaraxxus. Really? Er hat jetzt Jaraxxus. Wer trifft jetzt Raggi, mein Raggi? Ich meine, 33% Chance. 33% Chance, komm. Gut, dankeschön. Yeah. Was kann der Held? Der Jaraxxus, seine Heldenfähigkeit ist 2 Mana, kommt eine 6-6 aufs Feld. Komm, Raggi, jetzt aber. Dritte Chance. Ja, endlich. Hast du gehört, der Mana, eine 6-6er kommt aufs Feld. Er kann selber angreifen, aber er hat nur 15 Leben. Also er hat nur 15 HP. Extrem stark. Ja, natürlich, ist einer der stärksten legendären Karten. Ah, ein Schwarzer Ritter. Schwarzer Ritter ist einer meiner Lieblings. Bitte so cool. Ja, das ist die Heldenfähigkeit. Inferno. Ah, du kannst den Dings geben, Tinschlag.
Yep. Beides ist gut, egal was er trifft. I'm in the face. Bam. Easy. Yay. Wow, ist der Beste. Im Krieger geht alles. Dann, das war's alle für Folge. Danke für euch fürs Mitspielen, alle fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Wir Tschüss. Wir waren die Besten. Oh. Tschüss. Tschüss.